So, da sind wir auch schon wieder, Leute. Ups. Hast du jetzt meinen Wolf getötet? Ich wollte schon sagen. Mein Riesenwolf. Komm her, Wolfi. Irgendwie muss ich dich nennen. Jetzt kann ich dich ja nicht mehr Phobos nennen. Für du brauchst einen cooleren Namen. Ich glaube, ich nenne dich White. Ab jetzt heißt du White. Let's Garlin go. ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich her. Sieh mal nach. Und gottesfürchtig. Er trägt die Götter in seinem Kopf mit sich herum, wie ein Baum seine Äste trägt. Er wirkt etwas schwer. Eine Gruppe gefangener Dänen. Dein letztes Stündlein. So. Oder Weißzahn? Sollen wir ihn Weißzahn nennen? Komm, wir nennen ihn Weißzahn. Er heißt ab jetzt Weißzahn. Strengt euch an. Wir helfen dir. Gott liebt uns. Fastelein. Lord Wiegmund wird dich am Baum auf dem Dorfplatz hängen lassen. Lasst mich frei. Ich kann nichts ausrichten. Ein Wind in meinen Segel. Was willst du tun? Ich überlebe. Lassen wir die Leute mal frei. Danke. Du hast mir einen Gefallen getan. Wenn du so nett wärst, ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach, wenn wir die anderen haben. Wir gehen sofort dorthin. Alle werden bereit sein, wenn du kommst. Gut, nur noch der da. Hilf mir. Sei meine Augen. Leaf und Garlin vertrugen sich. Bleib. Schauen wir uns kurz mal den Munin-Skin an. Der ist ziemlich cool, oder? Lass mich. Leaf und Garlin vertrugen sich nicht immer. Doch seit der Eroberung von Grantabrück ist es besser. Gab es böses Blut? Sozusagen. Beide hielten sich für meine rechte Hand und hassten sich gegenseitig. Aber in meiner Familie gibt es keine Rangordnung wie bei meinen Pferden. Solch eine Rivalität kann die Geschwisterliebe auf ewig vergelten. Wird das Feuer richtig geschürt, bringt es auch ihre besten Seiten zum Vorschein. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Machen wir diesen Modus mal in Stealth? Ja, genau! Sucht euch nur aus, ihr zahnlosen Kätzchen! Ihr kriegt ja nicht mal eine verrammelte Tür auf. Man findet hier auf. Keine Ruhe. Du schmorst in der Hölle, wenn wir mit dir fertig sind. Du wirst mir die Füße küssen, wenn ich dir ins Gesicht trete. Das ist Birna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich sie erkennen. Gott, die ist stärker als ein Auerochse. Lol. Wieso? Wieso? Ach, das ist so bescheuert. Die Mission ist so bescheuert. Ich sag's euch, die Mission ist richtig bescheuert. Leite mich. Ha! Genau richtig. Du gehörst mir. Genau an. Es muss eine Schwachstelle geben. Also ich war im Busch, ja, hab ein Attentat ausgeführt und die Leute haben angegriffen, in den Busch einen Pfeil zu werfen, nur weil sie entdeckt worden ist. Das heißt aber nicht, dass ich entdeckt worden bin. Normalerweise müssten alle auf sie gehen und nicht auf und mich erst gar nicht sehen. So, das ist total falsch programmiert.
Aber egal. Ich liebe das Spiel trotzdem. Und ich hoffe, die Bugs werden behoben. Und wir haben ja eben einen Schlüssel gefunden. Das heißt... Ha! Soma! Ich wusste, dass ich da draußen ein Wesen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das ist gewesen. Leaf und Garlin sind schon im Lager, das wir aufgeschlagen haben. Eivor, triff uns dort, wenn du bereit bist. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Das heißt, es war keine schlechte Idee, den Ort zu synchronisieren, weil ihr dort einen Schlüssel gefunden habt, auf der Burgspitze. Wir werden jetzt erstmal... Na, wo ist mein Wolf? Wolfi! Wie reicht hier nicht verfügbar? Willst du mich verarschen? Hallo? Wolfi, jawohl. Weißzahn, let's go. Ja. Let's go, Weißzahn. Also, der Typ hat einen Schlüssel für uns. Na komm. Was ist jetzt schon wieder? Ja, und das dafür, genau für diese Aktion haben wir kritischen Attentat geskillt. Ihr drückt einmal F, Quicktime Event, dann müsst ihr innerhalb des Kreises nochmal F drücken und macht dann kritischen Schaden. Und somit ist jeder, wirklich jeder, auch wenn der keine Ahnung wie viel Power hat, ist One-Hit. Das heißt, euer Attentatsschaden ist mit der Skillung One-Hit. Moment. Sein scheiß Schild auf dem Rücken. Ja, und das war die Doppelattentatsskillung. Ziemlich nice. So. Da oben gibt es ein paar Schätze für uns. Also Stealth Gameplay macht hier schon Spaß. Mit dem Unterschied, dass ich mir das Ganze in einer anderen Zeit wünsche. Und zwar im 14. Jahrhundert, dort wo Ezio noch gelebt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, Ubisoft, aber ich möchte es haben. Und das ist auch das, was alle anderen auch möchten. Also tut mir den Gefallen und lasst es einfach sein, jedes Mal die Steuerung zu ändern und irgendwelche anderen Zeiten zu geben. Es kann sein, dass Valhalla geschichtsrelevant ist, weil Eivor angeblich der Grund sein soll. Haben wir ja erfahren in der Layla-Folge. Eivor ist der Grund, Eivor ist irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie etwas gefunden, womit er die Welt retten kann. Und die Welt steht ja gerade vor dem Untergang, Satelliten stürzen ab, Erdbeben und so weiter. Ich bin schon echt gespannt auf die Story. Trotzdem, wir wünschen uns was anderes und ich hoffe... nach Valhalla, weil das ist jetzt der dritte Teil von dem neuen Assassin's Creed Schema. Seit Origins hat das ja angefangen. Und ich hoffe nach Valhalla, dass
dass es sich wirklich um die Assassinenbruderschaft handelt, hauptsächlich als auch als Hauptthema und nicht um Wikinger. Und wenn ihr das hinkriegt, dann Ubisoft, verspreche ich euch, dass ihr Milliardenumsatz machen werdet. Das verspreche ich euch. Moment! Du da! Hey! Au. So. Was steht da? Tötet alle heidnischen Hunde, die dem Überfall auf entkommen konnten, aber verschont das gelb bemalte Langschiff. Dieses Schiff bringt den Herold unseren großen Sieges. Okay. Gut, sonst haben wir hier nichts, wa? Ich guck nochmal auf die Karte. Ja, hier hinten scheint was zu sein. Ich mag diesen Bogen vom Berserker-Set. War der überhaupt vom Berserker-Set? Nee, das war nicht vom Berserker-Set. Den haben wir gefunden, oder? Ich erinnere mich nicht mehr. Jedenfalls, ich liebe diesen Bogen. Der ist so gut. Kritischer Schaden bei Kopftreffern war das, glaube ich. Ich guck nochmal. Für euch, Hundenbogen heißt der. Und der hat Fernkampfschaden, wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Und ja, gerade eben haben wir die Huskal-Axt bekommen. Angriff wird nach jedem Treffer erhöht. Maximal 10 Mal. Und für die Mahlzeitverbesserung brauchen wir noch 92 Eisenerz. Deswegen gehe ich gerade hier hin, weil hier kriegen wir auf jeden Fall wieder Eisenerz. Hey. Boah, das war ein schöner Quickscope. Zeig mir, was vorzwingt. Und hier scheint ein Boss zu sein. Den nehmen wir doch mal mit, oder? Na komm. Lass dich ausbluten. Das ist echt mies. Einfach abzuwarten. So. Rufen wir unseren Reittier. Wir wollten ja hier noch, was wollte ich noch mal eben machen? Genau, ich wollte das machen und dann das hier. Weil das ein dickeres gelbes Ding ist, das ist entweder neue Ausrüstung oder eine neue Fähigkeit. Deswegen reiten wir jetzt dahin. Und das, ich finde es echt cool, dass die das eingeführt haben, dass die Schwimmen erlernen können. Richtig geil. Das sieht auch so lustig aus. Vor allem das Geile ist... Okay, im Wasser macht er das nicht. Aber das Geile ist, ihr könnt einfach mit ihm schwimmen und fischen. Ihr könnt einfach hier fischen, Leute. Oder hier. Einfach Vögel umbringen. Und dann looten. Hier! Wie geil ist das bitte?
Let's go, Hati. Ich weiß, er heißt Hati. Wir nennen ihn aber ab jetzt Weißzahn. Los, Weißzahn. Ja! Willkommen in Alfheim. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Alfheim, sagst du? Hast du den Trank eines Seers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Und am Ende wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das höchste aller Reiche? Höher als Valhall selbst. Die magischen Schalen von Muspel, entflammt von Lichtalben, leiten mich. Wir werden das Weitblau zusammen sehen. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Ah, ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hier sind sie. Okay. Na, bist du von hier? Ich komme von Sälund und schloss mich Gudrums Zug durch die Sümpfe an. Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich zurück. Bitte. Was ist mit deiner Familie, deinen Freunden? Die sind in Sälund. Aber sei es drum. Ich habe die Lichtalben, die mich lieben und für mich sorgen. Wir sind schon so nah. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Ja, das ist der Weg. Zum Weitblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenross wird uns weiterbringen. Wie ein Wellenross? Was meint er denn? Ich habe das Lager drüben gesehen, aber müssen wir dahin? Anscheinend, wa? Vorsicht! Wir wollen keine unliebsame Aufmerksamkeit der Dunkelalben auf uns ziehen. Oh, wie sie mich heimsuchen. Ich muss mich in Acht nehmen. Da! Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelalben kamen. Kannst du mir mal verraten, warum meine Schüsse irgendwie, keine Ahnung, du 5 Meter weiter weggehen? Für Odin! Die Dunkelalben sind zurück. Zeig keine Gnade. Zermalme ihre Schädel, kleine Krüppel. Schneid ihnen die großen Ohren ab. Ich krieg dich. Bitte, lasst mich das Wiedblein finden. Ihr üblen Dunkelalben, verderbt es mir. Also muss ich es wieder richten, ja?
Alter, was? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, der hat eine Bombe geworfen oder so, wahrscheinlich. Ich war überhaupt nicht auf einen Bossfight vorbereitet, Leute. Ich dachte, das ist so ein ganz normaler, stinknormale Nebenquest. Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelalben kamen. Ja gut, versuchen wir es auf ein neues. Ich sollte öfter meine Skills benutzen. Hey, was? Dumm geworden, ja? Du hattest recht mit den Dunkelalben. Für Odin! Die Dunkelalben sind zurück. Hier! Zeig deine Gnade. Zermalme ihre Schädel in kleine Krüche. Schneid ihnen die großen Ohren ab. Bitte, lasst mich das Wiedblein finden. Ihr üblen Dunkelalben, verderbt es mir. Ich muss immer die Drecksarbeit machen. Alter, was ist mit meiner... Was ist mit meinem Bogen los, Mann? Wieder voll verbuggt. Du weißt, was jetzt kommt. Alter, die Killer-Animation. Keine Angst. Eine Jägerhose haben wir bekommen. Nice. Okay. Ich hoffe, wir finden mehr Jägersachen. Dann können wir es anziehen. Zurück! Mach mich nicht sauer! Mein Leben ist verwirrt! So, haben wir hier noch irgendwo Schätze? Quad Bertil! Verdammtes Feuer! Oh, ups. Auch gern kurz gucken, weil wir brauchen wieder Pfeile. Und das wäre ein optimaler Ort für Pfeile, aber es gibt keine. Auch gut, auch gut. Übrigens könnt ihr beim Leiter herunterklettern, C gedrückt halten, dann geht er schneller runter. Noch vergessen. Begib dich zu Somas Lager. Machen wir sofort. Wir nehmen noch das hier mit. Ach, weit hier in Sperrgebiet nicht verfügbar wahrscheinlich. Kommst du, Soma? Soma, hallo? Soma? Ja, der war doch eben neben mir.
Hallo? Soma? War der nicht eben noch hier? Egal. Ja. Ach, das war gar nicht so mal. Das ist die Hauptquest, die ich anhab, wa? Ja. Gut. Wieder weg. Sorry, aber ihr wolltet es nicht anders. Diese Schnitzereien sind Verse über Galen. Die Seherin weiß, was sein Schicksal verheißt. Sein Blick hat ein Ziel. Sehr forsch ist sein Geist. Plündern. Und jetzt? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Das weiß ich nicht. Sag du es mir. Sonst nichts angezeigt, glaube ich. Oder? Im Wasser vielleicht? Ne. Gut. Wir reiten zurück. Und zwar wieder zu diesem Typen. Weil wenn wir von ihm jetzt das ganze Jägerset bekommen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf das Berserker-Set, weil wir nicht auf Nahkampf ausgelegt sind, sondern auf Fernkampf und Assassinen. Also so möchte ich spielen. Obwohl ich das Berserker-Set auch richtig stark finde. Wohin? 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 Weißzahn, komm her. Obwohl ich das Berserker-Set auch sehr stark finde, aber ja. Los! Ich will Fernkampf und Stealth spielen, deswegen. Übrigens. Sind hier Fische. Ach, da ist er wieder. Hi. Wir können wieder mit ihm reden. Warte mal. Aber nicht hier, okay. Ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Na dann, komm mal mit. So. Warte kurz. Das Weitblau gehört dir. Geh in Frieden, alter Dränger. Ah, ja. Das Reich ist sicher.
Vorerst. Leb wohl, Dränge. Gut, dass er uns wieder gefunden hat. Ich dachte schon, die nächste Quest, die verbuggt ist. Gut, hier ist jetzt eine neue Quest aufgetaucht. Wie kann ich jetzt die Markierung hier wegmachen? Danke. Ja, sollen wir das machen oder sollen wir erstmal zu Somas Lager? Komm, wir machen das. Ich wäre echt positiv begeistert, wenn ich jetzt noch ein paar mehr unheilvoll Dings auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Wenn ich ein paar mehr das ist doch eine Falle. Oh fuck, wir kriegen hier Schaden. Okay, das sollte ich vielleicht später machen, wenn ich mehr Heilung dabei habe, weil ich habe keine Heilung dabei. Da muss man dieses Ding zerstören. Obwohl vielleicht kann ich es von außen zerstören. Warte. Das. Warte. Nee. Ich sehe es von hier nicht. Schade. Okay, komm, Wolfie. Good boy. Komm her. Okay, da wollten wir hin. Ach nein, das ist das sogar. Das ist das, was hier angezeigt wird. Gut, das machen wir nächstes Mal, wenn ich mehr Heilung dabei habe. Wir gehen jetzt erstmal unsere Hauptmission abgeben. Ja! Weil da drin kriegen wir Schaden von Gift. Das sind diese, diese verfluchten Altare, die man zerstören muss. Eins von denen haben wir ja schon gefunden und zerstört. Ja! So, Weißzahnwarte hier. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Es zählt nur, welche Art Anführerin du von jetzt an bist. Die werden vor allem an ihre Feinde denken. Sie werden dankbar sein. Ich denke mal, ich nehme das zweite. Erste wäre auch gut, weil sie waren dankbar. Ich meine, immerhin haben wir sie gerettet. Aber ich glaube, zweite ist noch besser, weil wenn wir das sagen, ist sie vielleicht aufgeschlossener und macht keine Fehler mehr. Mal gucken. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galen, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück.
Heute Nacht ruhen wir, kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Also ich krieg immer mehr das Gefühl, dass meine Kamera stört. Man sieht manchmal die Gesichter nicht. Anscheinend sind noch mehr von Somas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt. Nice. Okay, zwei neue Fertigkeitspunkte. Wir sprechen aber erstmal mit den Leuten. Garlin, hab ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, der unbändige Kämpfer. Oder der ewige Krieger. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Leif, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leif. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Vielleicht können wir ihn in unser Dorf reintun, um Langschiffe zu bauen. Gibt's hier was zu looten? Nein, wa? Wir haben ja schon alles gelootet, wir sprechen mal mit den anderen. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Oh fuck, Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Das wollte ich gar nicht. Scheiße! Charging battery. Fuck. Ich wollte noch mit dem dritten reden. Und, ich hätte nicht gedacht, dass es direkt losgeht. Scheiße. Jetzt haben wir mit dem dritten nicht gesprochen. Egal. Auf zum Langschiff, würde ich sagen. Und, der Typ gefällt mir überhaupt nicht hier, dieser Fette. Ich will ja nicht rassistisch sein oder so. Hier, der Duck oder wie der auch hieß. Der macht uns die ganze Zeit blöd von der Seite an. Nur weil er hier unter unserer Führung ist. So, ich würde mal aber sagen, bevor wir in den Krieg ziehen, werden wir hier eine kurze Pause einlegen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann, wenn wir hier zusammen mit Somas Clan das Gebiet zurückgewonnen haben. Also haut da rein, viel Spaß weiterhin und...